Wir versuchen hier den Mord von Vater Lorgan aufzuklären. Wir sind auf einem ganz guten Weg, habe ich das Gefühl. Haben schon was über den Täter erfahren, haben die Mordwaffe gefunden, haben mit diesem Typen hier irgendwas, eine Interaktion gehabt, ein Fight. Und mit dem können wir vielleicht sprechen. Nochmal. Hier mit Toten sprechen. Mal schauen, ob der uns was Interessantes zu sagen hat. The corpse regards you lifelessly. Wem dient ihr? Das ist auch eine interessante Frage. Ui. Ui. The corpse tries to speak, but something prevents it. Was ist das für eine Frechheit? Ich habe diesen Blumenschlüssel gefunden. Wozu ist der gut? Oh, das ist eine gute Frage. Flophouse. Klitsche. Dollos. Secrets. Wo ist Dolor jetzt? The corpse remains silent. It does not know. Wer ist denn Dolor? A blood red dwarf. Tricky. Hungry. Eine Frage noch. Was habt ihr denn hier gemacht? Ihr habt wahrscheinlich nach Dolor gesucht. Wer seid ihr? Das ist nicht wichtig. Sie haben Lorgan nicht umgebracht. Das war der Zwerg. Gehört Dolor zu euch? 3 oder 4 ist ganz interessant. Cleaning up. Dolor. Messi. Left his dagger. Careless. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Okay. So, wir haben was rausgefunden. Hier. Untersuche Fragius Klitsche und mache Gebrauch vom Blumenschlüssel. Etwas in einer Klitsche öffnen. In welche, was ist, wo ist denn Fragius Klitsche? Klitsche ist ja irgendwie so ein kleines, eine kleine Hütte vielleicht. So ein Verhau. Und Leute verhauen, das kann ich. Ich gehe mal auf die Rivington-Lage. Ich gehe hier mal hoch. Zurück. Ne? Stopp, wo geht es hier überhaupt zurück? An die Oberfläche. Läuft sich aber auch leicht. Ja, hier kann man auch lang gehen. Das ist wurscht. This way. Fragius Klitsche, die wird irgendwo wird irgendein Gebäude außerhalb sein, denke ich mal. Sind wir vielleicht auf der Karte schon? Fragius Klitsche. Das sieht doch ganz gut aus. Dann gehen wir mal oben vorne raus und untersuchen Fragius Klitsche, für den wir hier den Schlüssel gefunden haben. Das ist ja anscheinend ein valider Hinweis. Okay. Kommen wir denn in die Stadt überhaupt rein? Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around.
Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr hier redet. Lasst mich durch, sonst ist das euer Tod. Das ist auch mal was, wenn Leute mich nicht erkennen. Ich als berühmter YouTuber, Streamer und so weiter. Wenn jetzt ich bei McDonald's irgendwie die Leute mich nicht erkennen, sage ich das auch immer. Damit jemand Bescheid wissen, was los ist. Aber wir sind natürlich kein Flüchtling. Well, do you have the means to support yourself? Das haben wir, aber das nicht, wenn ich es dir gebe. Muss man die hier bestechen oder was? Kann die nicht mehr überreden? Naja. Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? Tilly von Tautropfuschüssen. Ist aber auch ein guter Name. Oh. Vielleicht muss mein nächster Charakter so heißen. Tilly von Tautropfuschüssen. Mira. Well met, citizen. Danke. Your parasite stirs. From the construct you feel connection. Resonance. Was ist das denn für ein Ding? I am a steel watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Wir wohnen hier. Wir sind bei Duriane. Die nächste Station auf meiner Lesereise durch ganz Ferun. Wir wohnen hier. Aha. Eyes open, body still. Okay, tun, was sie sagt. Behind the watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge and the stone floors left bloodied. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the absolute. Come quietly, or die. Ich dachte, wir können die noch täuschen. Hätte ich vorsichtiger sein müssen anscheinend. Oh Gott. Ich wollte doch nur den Mord aufklären. Können wir zulassen, dass wir verhaftet werden? Können wir erstmal mitgehen? Wenn wir hier am Tor direkt einen Fight starten, kann das ziemlich übel ausgehen. Und das eskaliert auch völlig. Wir gehen mal mit. Da ergibt sich bestimmt eine Gelegenheit. Ach, das ist doch nicht gut. Your peaceful surrender has been noted. You will be transferred to Worms Rock Prison, where you will await further sentencing. What are you doing? We cannot defeat the brain without that stone. What are you doing? Ich kann auch kein Massaker einfach irgendwo anfangen und direkt durchdrehen. Es sind alle vier verhaftet worden. Natürlich nicht so gut. Wir haben uns dann ganz an Stuff abgenommen und die Waffen und unsere Sachen mal anbehalten. Das wahre Leben von Fürst Gortash. Aufstieg zum Waffenschmuggler. Fescher Verbrecher, Waffenschmuggler, Schwarze Hand von Bane. Enthauptung der goldenen Hierarchie.
Die Wächter Gorkhaft sind seine mächtigsten Verbündeten, aber zugleich auch seine größte Schwäche, da sie alle durch einen zentralen Nexus kontrolliert werden. Okay. Ich will das irgendwie nutzen. Assume nothing. Sie muss ein Gegenstand sein, das ist geil. Mit geil war ich nicht so geil. Looking ahead. Hallo. Hey. This guard has no interest in speaking to a criminal. Hey. This guard would prefer you serve your time in silent contemplation. Ah. So, stopp mal. Personen bezaubern, haben wir jetzt hier nichts Gutes. Hat Shadow hat da was auf Lager. Vielleicht kann ich ihn zwingen, näher zu kommen und ihn dann umhauen. Besänftigen kann ich ihn, ne? Bezaubern kann ich ihn nicht. Da habe ich nicht die richtigen Bardenspells parat. Kann ich ihn nicht vielleicht mit einer schönen Musik anlocken? Guck mal, die haben auch meine Flöte abgenommen, oder? Die Schweine. Kann ich auch so auftreten, ohne Musikinstrument? Ein bisschen pfeifen. Wir singen mal von Göttlichkeit und Sünde. Gar nicht übel, oder? Er ist mir jetzt etwas positiver gesonnen. Guck mal, ob man jetzt mit ihm sprechen kann. Okay, das geht währenddessen nicht. Ich versuche erstmal mit ihm zu reden. Ich versuche zum Gespräch zu gehen. Jetzt haben wir jetzt schön was gemacht. If you're looking for sympathy, this guard has none to spare. Hat mir ein Gold hingeworfen, immerhin. Die Wache kann ja nichts dafür. Gucken wir uns nochmal um, was denn hier noch so. Ja, hinlegen ist jetzt nicht Mira. Steh mal wieder auf. Der hat einen Dolch. Ich habe keinen guten Spell, ne? Um ihn. Wir probieren nochmal hier ein bisschen zu pfeifen. Ein Badentanz. Jetzt schon genug. Komm, das interessiert ihn jetzt nicht mehr, oder was? Das war ein schönes Lied. Andere zu ermutigen, zu inspirieren, andere zu bewältigen und zu faszinieren. Achso, guck mal. Andere anzuziehen und zu erfreuen. Wir warten nochmal, bis er seine Runde wieder hier macht. Sonst muss ich ihn halt bezaubern und dazu zwingen, herzukommen. Das geht auch. Wenn es nicht scheitert, das. Er hat sein Gold da schon benutzt. Kein Dietrich verfügbar. Okay, es hilft alles nichts. Wir müssen halt das so machen.
Person beherrschen, 60%. Das will ich gar nicht, wo das andere. Untote vertreiben, nein. Ich habe das gar nicht ausgewählt. Kurz am Zauber gucken. Befehlen. Okay, jetzt müssen wir es lernen. Ja, dann Echtzeit. Schon böse aus. Aber ich will befehlen, casten. Einhalt, vorrücken, fallen lassen, Flucht, Katzbuckeln. Mehr Ziele kann man damit treffen. Ist abgefahren. Hört auf mit dem Mist. Rudi, mach mich nicht fertig. If you're looking for sympathy. Okay, der kommt jetzt zu mir. Sonst muss man irgendwie an die Kiste kommen. So, wir enden mal den Zug. Ah, er will sogar so gern zu mir kommen, dass er das aufmacht. Danke. Im Prinzip ist das ja unschuldiger. Ich würde ganz gern eigentlich irgendeinen Zauber, um den einzuschläfern. Er würde es jetzt nicht gut finden, was wir gerade gemacht haben. Vorbei. Ich muss mal speichern. Sag mir nicht, dass ich jetzt alles wieder manuell anziehen muss. Das macht ja auch alles automatisch jetzt, oder? The blood of Lathander. Ernsthaft? Ich google mal kurz, ob man das automatisch anziehen kann, weil sonst ist alles Quatsch. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe jetzt kurz geschaut, nichts gefunden und schon mehr Zeit mit der Suche verbracht, anstatt einfach das wieder zuzuweisen. Vor allem, da wir die anderen Sachen alle noch tragen. Ja, whatever. So. Dann machen wir das eben hier per Hand. Wer hat das denn gehabt? Unerwartet. Keine Ahnung, wer das hatte. Ich glaube... Achso, jetzt kann ich die Waffen nicht verteilen, weil das immer einen Aktionspunkt kostet. Okay, was machen wir denn mit dem Kollegen jetzt hier? Können wir den bitte bewusstlos hauen? Hätte ich aber natürlich mit einfach eine Waffe geben sollen, egal. So, wir hauen den bewusstlos. Durch nicht tödliche Angriffe wechseln. Ja, genau das wollen wir. Tut mir leid, Brudi. Sobald ich ihn daraus entlasse, ist doch Action, oder nicht? Der wird halt sauer sein, dass wir ihn vermöbelt haben. Er wird sehen, das Tor steht offen. Dann kann ich auch nicht mit ihm das besprechen in Ruhe. Das heißt, ich muss den umhauen. Sechs Schaden. Ich mache am Ende mal den Zug, der ist jetzt. Dann kann ich in der nächsten Runde wenigstens den Leuten noch Waffen geben.
Aktion schon gemacht. Konzentriert sich gerade drauf. Guard prepares to attack. Fugitives are to be killed on sight. Okay, er ist leider zu schnell aufgewacht. Habe ich nicht. Habe jemand ein Schild gegeben, immerhin. Statt eine Waffe. Eine Waffe würde halt reichen. Wenn ich ihn jetzt angreife mit Spells, geht er doch kaputt. Habe ich nicht noch Fear? Um ihn kurz. So, wir machen das einfach auch so. Wir geben eine Waffe. Karlach kriegt jetzt ihre Waffe wieder. I wonder if this is worth the cost. Haha. Oh, die haben es auch gemerkt. Ach du Scheiße. Ja, weißt du was? Es tut mir auch leid und alles. Ich wollte es wirklich. Die nehmen jetzt auch ihre Waffe in die Hand. Das ist alles scheiße. Ich habe es echt probiert. Ach, die sind noch komplett überladen. So, die haben ja alle die richtigen Sachen schon an, immerhin. Das müssen wir nicht neu machen. Ganzen schweren Shit mal, der Alchemiebeutel. Der war da. Die Armbrust muss ich noch verteilen. Wiederkehrende Pike. 20 Alchemistenfeuer hier. Ist da überhaupt jeweils drin? Ugh. Nee, ich sah aus wie ein verschimmeltes Brot, okay. So, Karlach, vertrau mir hier mit dem Geld. Catherix Schild. Teilen wir alles nachher. Noch andere schwere Sachen, die wir weggeben können. Hä? Da steht eine 3. Ah, da hinten sind sie. Warum sind da Sachen hinten? Egal. Wir geben immer die ganze Rüstung, die sonst keiner, diese Kleidungssachen, die keiner braucht. So, langsam kommen wir dahinter. Geben ihr Marcelons Nachtspeer noch ins Inventar. Die Sachen wiegen schon alle gar nichts mehr. Was hatten wir denn für Fernkampfwaffen? Ist ja auch mal wieder unerwartet. Ich muss mal kurz alles hier in die Fernkampfwaffen, dass ich die ein bisschen im Überblick habe. Und dann auch danach wieder per Hand vergeben. Nachher kommen wieder normale Bereiche hier zurück. Noch alles Alchemie-Zutaten, das kann auch Karlach tragen. Das sind die ganzen Färbemittel. Das kann Shadowheart tragen. Noch mehr Lebensmittel. Überhaupt nicht mehr durch. Und Sachen, die jetzt gar nicht so gut hat. Ist das eigentlich der Hammer, den sie immer trägt? Weil sie braucht ja auch einen Hammer. Wenn sie mal was kaputt haut, da sollte sie schon den besseren haben. Sind beide gleich gut.
Grüner Stab gehört zu Mira. Das braucht einfach keiner, den kann ich demnächst verchecken. Sachen, die wir werfen können und Sachen, die wir verkaufen können, ist demnächst mal bald viel zu viel Sachen. Und das kann ich werfen, das kann man auch werfen, das kann man auch werfen. So gut sind sie denn alle gar nicht. Grausamer Stachel, auch weg. Ist jetzt eigentlich wieder einigermaßen normal. Noch nicht ganz. Noch zu viel anderen Kram. Oh, 0,9. Am Ende ist einfach so viel Kram einzeln. Ist gar nicht so krass. Wo hat denn das Fair bemittelt? Weil ich das ein bisschen angucken muss. Kann ja nichts dafür, wenn die mir meinen ganzen Shit wegnehmen. Nee, ist auch nicht gut. Dann tun wir hier mal noch eine Menge Färbemittel rein. Was ich noch nie benutzt habe, ganz am Ende werde ich mal kurz vor dem Final Fight werde ich mal meine Sachen einfärben. Ich mache das wirklich demnächst mal. Ich will das mir angucken. Die ganzen Larven senden wir mal ins Lager jetzt. Thunder, kommt schon mal darüber. Noch ein Alchemistenbeutel. Auch hier rüber. Der Nesserstein, den kriegt sie mal. Bisschen mehr Rucksäcke, als wir gerade verwenden. Ist jetzt erstmal im weißen Bereich. Okay, können wir erstmal jetzt wieder normal hier vorwärts gehen. Mann, Mann, Mann. Nehme ich mal hier ums Eck. Wenn die hier langkommen, kriegen sie gleich auf die Mütze. Damit der Kampf besonders schwer wird. Das nimmt einfach jetzt auch schon Blut von der Thunder in die Hand. Eine Runde machen wir halt jetzt nichts. Wo ist Blut von der Thunder? Zum Fick. Ich frage mich manchmal, wie ich die Sachen übersehe, ob ich irgendein anderes Icon erwarte. Hä? So sieht das aus. Warum sehe ich das hier nicht? Da ist es nicht. Da ist es nicht. Mal ganz der Reihe nach durchgucken. Ich sehe es da einfach nicht. Der Fick. Egal. Habe ich es übersehen? Wie schaffe ich das zu übersehen? Keine Ahnung. Naja, kommt halt rüber. Dass sie es auch mitbekommen haben, wahrscheinlich hat er gleich gerufen, der Blödmann. Aber ich habe immer noch nicht tödlich an, oder? Das ist schon okay. Ich will die ja eigentlich nicht umhauen. Haben mir ja nichts getan. Ich brauche eigentlich eh keine Waffen. Nicht so dringend. Okay, nicht tödlich. Das gilt aber nur mit Nahkampfwaffe oder unbewaffnet. Mit meinen Spells funktioniert das natürlich offensichtlich nicht. Also,
rutzeln den mal möglichst klein. Verängstigen ein bisschen, ist auch nicht so schlecht. So, Karlach. Ja, kümmere dich erstmal um den. Verlangsamt, Blödmann. Bewusstlos, immerhin. So, jetzt hau die mal hier schön zu Klump. Kein Bock mehr auf den Quatsch. Na, eigentlich. Mir trotzdem mal noch. Umgeschmissen. Ich glaube, es hackt. Also wir müssen jetzt schon dann sehr auf das Tor achten, wenn wir hier rauskommen. Und vor allem auf dieses komische Konstrukt. Schreien aber ganz schön fies dafür, dass sie nur bewusstlos sind. Ist so geil, wenn man irgendwo so hängen bleibt. Das ist so weird. Vor allem war es ja nicht Naja. Naja. Kann ich jetzt mal aufhören? Ich will jetzt eigentlich nur den Kampf ganz easy. Rudi. Achso, wenn man einen Spell auswählt und dann nicht die Unterauswahl gemacht hat, dann hat man einen Schaden. Das ist nicht eine ganz komische UI-Entscheidung, ehrlich gesagt. Dass er nicht einen fragt, sondern einfach so einen Standardangriff macht. Das ist so schlimm. Wenn es jetzt mal schief geht, dann ist es blöd. So. Ungünstig. Nehmen die Schlüssel mal mit. Alle bewusstlos gehauen. Tut mir ein bisschen leid für die. Nur ihren Job gemacht hier. On my way. Okay, jetzt müssen wir sonst Shit wieder verteilen. So, den Stab. Den richtigen Schild. War, glaube ich, das. Ah, nee. Catherick's Schild habe ich genommen. Ja. Das mit plus 1 auch nicht schlecht, aber ich habe den genommen. Und eine gute Distanzwaffe brauchen wir. Auch für Schattenherz. Kann sie nicht benutzen.
What? Lass ihn weg. Was ist das eigentlich für ein Slot hier? Ah, Musikinstrument. Da war ich ja nicht standardmäßig was ausgerüstet. Was ist denn für ein Quatsch? Haben sie mir auch weggenommen. Sie haben mir selbst meine Flöte weggenommen, die Schweine. Sollen sich mal vorstellen. Sonst haben wir alles ausgerüstet, oder? Still breathing, despite everything. Beweistruhe. Nichts drin. Haben nämlich keine Beweise. Otto Ott. What do you want? Bestimmt nicht wegen eurer liebenswürdigen Art bin ich hier. You're the one pestering old men in cages. Now scram with your sourpuss. You're disturbing my sitting time. Okay. Ich wollte mal checken. Ja. Warum der vielleicht hier ist. Wenn hier jemanden jetzt unrecht eingekerkert ist, aber das will ich jetzt auch nicht rausfinden auf die Schnelle. Otto. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir jetzt hier dem Kerker entfliehen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Uns ein bisschen aus der Sicht der Wachen aufhalten. Ich will ja nicht, dass es hier ein Gemetzel wird, deswegen habe ich den Kampf am Tor auch vermieden. Ich hätte einfach vor dem Konstrukt weggehen sollen. Hätte ich das ansprechen, hätte ich da vorbeigehen können? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall unangenehm. Das hat meine Pläne jetzt ein bisschen in den Haufen geworfen. Mal schauen, wo wir überhaupt jetzt rauskommen und was wir für Möglichkeiten da haben. Puh. Eigentlich will ich erstmal den Mord aufklären. Das war eigentlich, was ich vorhatte. Gucken, ob wir dazu in der nächsten Folge kommen. Bis dann.